Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky. Wir haben in der letzten Folge uns mit dem Britannia-Portal beschäftigt und haben bei uns auf der Insel schön ein bisschen was aufgebaut. Heute habt ihr bestimmt gesehen, ich bin mal wieder allein auf dem Server. Das hat den Grund, wir haben es früh ist 5:30. Alle schlafen noch, meine Kinder schlafen auch noch, für mich Zeit zum Aufnehmen. So, und ich höre schon die Kack-Endermänner hier wieder rumflattern. Hier können wir erstmal wieder ein bisschen was abbauen. Hier, ihr seht, das haben wir in der letzten Folge gemacht. Hier haben wir ein bisschen Mana produziert. Ja. Wir haben gut was drin. Das hier hat nichts. Wieso hat das nichts drin? Egal. Das kommt da rein. Hier wird wieder ein neues Holz hergestellt. Das werden wir bestimmt noch alles brauchen. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann haben wir ein bisschen was auf Vorrat, falls irgendjemand anderes was braucht. Wir haben ja auch noch diese schönen kleinen fliegenden Inseln gemacht. Genau. Wir wollen noch ein paar Runen herstellen. Et Botania. Denn wir haben hier ein paar Runen eingesaut. Nesserwarzen, Gunpowder. Auch Gunpowder haben wir mehr als genug. Wir machen gleich... Wir kriegen auch mal zwei raus. Da passt das. Wo? Hier haben wir das. Du kannst einmal gebrannt werden. Dann brauchen wir noch Nesserwarzen. Nesserwarzen. Da hatte ich doch gestern noch welche hergestellt. Wo sind die? Da. Dann brauchen wir noch Mana Steel und Mana Steel Powder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da verbrauchen wir halt das da. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist fertig und Mana Steel haben wir hier noch wer was drin. Das läuft ja wie geschmiert hier. Gut. Ihr geht mal bitte jetzt alle darüber. Dann brauchen wir wieder Kohle, damit wir Mana herstellen können mit unseren coolen Pflanzen. Aber das soll kein Problem darstellen. Wir haben genug Kohle. So. 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 Und so. Das kommt hier runter. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir brauchen wieder diese schönen Blöckchen. Und das geht ruckzuck hier. Das gefällt mir. Wir wollen jetzt später auch noch ein bisschen was anderes herstellen. Ja, Schweinchen. Ich habe bei CO2 noch eins gespawnt, das mopse ich mir dann. Und da werden die ersten Runen. Und gleich die nächsten herstellen. Machen uns hier mal ein bisschen Platz im Inventar. Falls ich noch ein bisschen Kohle hinschmeißen muss, um Mana zu produzieren. Könnte man allerdings hier auch gleich weitermachen. Okay.
Denn wenn wir das nächste Mal mit C2, Melvin und so weiter aufnehmen, dann werden wir auch das Portal aktivieren. So. Wir haben hier die nächsten Runen. Dann gehen wir wieder auf die Erdrune. Brauchen wir wieder zweimal Mana-Stil. Zweimal das Powder, zwei Pilze, Blöcke auf Kohle, Pilze und Chiseled Stone Prism. Mushroom. Oh, da müssen wir unbedingt welche herstellen. Stone hat ich verballert alles. Shit. Na los, brenn mal. Ich brauche zwei Steine. Und mein Chisel. Der ist da. Meins. Ist das jetzt eigentlich egal, welchen gechiselten Stein ich nehme? Ja, das ist egal. So, da hauen wir einfach den da raus. Warum macht er nichts? War der gechiselte Stein etwa falsch? War der etwa falsch? Das darf doch gar nicht sein. Jetzt. Sehr schön. Doch, ist sogar schon fertig hier. Guckt es euch an. So schnell geht das. Hier geht's ab. Ja, das ist jetzt die Erdrune, die wir herstellen. Ich glaube, Wasser müsste man vielleicht auch nochmal herstellen. Wir haben auch nur noch eine. Denn wir wollen ja ordentlich hier loslegen. Komm, mach voll. So, haben wir die nächste Rune. Wasser. Also zweimal Zuckerrohr. Wir brauchen noch ein bisschen was von dem Mana-Stahl. Wasser. Zwei Angeln. Zwei. Dann bauen wir zwei Stück. Und natürlich Mana Steel. Ach, auch schon fertig. Und gleich nochmal. Die Angel noch dazu. Hier hinten werden wir uns jetzt mal ganz schnell ein bisschen Mana-Stil herstellen. Oh, ernsthaft? Komm, nee, hau ab, Mann. Ja, komm. Komm noch her, du Lackaffe. Tschüss. Das war's mit dir. So. Ich
denke mal, das wird erstmal reichen. So, da haben wir die Wasserruhen. Dann kommt die Luftrune. Da bin ich mal gespannt, was die braucht. Federn. Zwei Teppiche. Stopp, Teppich habe ich noch. Die hatte ich hier auf jeden Fall noch drin. Und, oh. Oh, okay. So. Teppich. Federn. Federn haben wir hier. Und das andere war Strings. Wie voll sind denn die jetzt eigentlich? Das würde mich mal... Oh. Die verlieren ja gar nichts, wenn man da was umwandelt. Das fetzt ja. Und noch ein weiteres Mal. Also wenn die nichts verlieren, dann können wir doch eigentlich gleich mal ein ganzes Stack durchhauen hier. Von denen hier natürlich auch. Die müssten eigentlich was verlieren an Mana. Ja. Hallo? Oh, okay. Da war's leer. Da haben wir das jetzt einfach mal ausgeschöpft. So, und die nächsten Runen. Nach Luft kommt Rune of Spring. Feuer, Wasser, Saplings, Weizen. Weizen holen wir uns gleich frisch vom Feld. Das kann da rein, das kommt dahin. Oh, ich brauche. Nee. 6 Saplings. Haben wir denn da noch welche? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das war's doch schon, wenn mich nicht alles täuscht. Das 3 Saplings, ein Reed, Feuer und Wasserrune. Zum Glück haben wir so viele hergestellt. Aber ich glaube, die Runen müsste ich sowieso behalten. 1, 2, 3. Ah, ihr produziert noch. Das geht mal wieder ruckzuck hier. Läuft. So muss es sein, wenn man Runen herstellt. So, komm, einmal noch. Die anderen Runen behalte ich. Sehr schön. Aber ich krieg allerdings auch nur eine davon raus. Das ist schade. So. Kurz einen Schluck Kaffee genommen hier. So. Ich denke mal, alle Runen werden wir nicht herstellen. Das wäre ein bisschen zu viel. Vor allem auch von den Ressourcen her.
Aber so die ersten paar Standardhuhn können wir ja ruhig mal. Oh! Okay. Ja, Melonen, ja, no. Das, was ich nicht angebaut habe. Nee, ich glaube, Melonen habe ich tatsächlich nicht angebaut. Nee. Dann gucken wir mal kurz bei den zwei drüben. Wir hoffen, dass das Server nicht wieder abschmiert. Und die haben tatsächlich auch nichts. Haben die was in ihrem ME drin, ne? Wow, eine goldene Melone. Das war's. Und hier ist ein Gockel gespawnt. Ja. Dann müssen wir Melonen anbauen. Melon Seeds. Haha, dann nehmen wir den anderen Trick. Komm her. Okay, das war die hier. Zwei Melonen, zwei Slimes. Zwei Melonen, zwei Slimes, vier Sand. Eins, zwei, drei, vier. Und Luft und Erdrune. Das und das. Oh, das läuft voll hier. Und das gleiche Spiel jetzt nochmal. So, dann haben wir die Sommerrune. Ja gut, die geht auch easy peasy. Die werden wir dann in der nächsten Folge herstellen. Wir warten jetzt noch ab, bis das hier fertig ist. Endermänner, ganz ehrlich, diese Endermänner, ich hasse Endermänner. Das, nee, nee, ich mag die einfach nicht. Oh, na komm, werd full. Da haben wir diese und die nächste Runde machen wir dann in der nächsten Folge.